Mit der nächsten Minecraft-Version soll ein neuer Mob eingeführt werden, der Armadillo. Um mir die Wartezeit zu verkürzen, baue ich in meine Hardcore-Welt eine XXL-Version des Armadillos nach. Und damit das Ganze aber auch nützlich wird, baue ich in den Armadillo ein richtig schönes Lager. In diesem Video steckt wirklich viel Arbeit, weswegen ich mich über ein Abo oder ein Like wirklich sehr freuen würde. Viel Spaß. Ich hab's vermisst. Ich war hier schon sehr, sehr lange nicht mehr. Wir gehen steil auf die 1500 Tage zu. Für den Armadillo brauche ich einen Haufen Materialien. Ich fange mit dem Dschungelholz an und da brauchen wir wirklich eine Menge. Zumindest was das Holz angeht, sollte das reichen. Wir brauchen aber auch Kakaobohnen, um braunen Farbstoff herzustellen, denn wir müssen einige Blöcke färben. Ich sammle jetzt schon mal einen Teil. Manchmal frage ich mich echt, was tue ich mir eigentlich an? Ich glaube, ich hab's. So, für den Moment erstmal an Dschungelwood und Kakaobohnen. Zeige ich mal kurz den aktuellen Stand. Wir haben 10 Stacks Kakaobohnen. Daraus machen wir braunen Farbstoff. Denn wir müssen einige Blöcke braun färben. Holz habe ich gleich nochmal ein bisschen mehr mitgenommen. 17 Stacks. Ich glaube, das reicht. Als nächstes möchte ich zu meinen Schafen schauen. Wir müssen die vermehren. Ach nee, da ist ein rotes dabei. Das reicht jetzt noch lange nicht, aber so sollten wir nach und nach an braune Wolle kommen. Als nächstes brauche ich 18 Stacks Terrakotta. Ich habe, glaube ich, ein Problem, was meine Raketen angeht. Deswegen fliegen wir einmal ganz kurz zu unserer Gunpowder Farm. Ich möchte nämlich im Anschluss zu meiner Raid Farm. Dort sind ein paar Villager, die schon Terrakotta traden. Ich weiß nur nicht mehr ganz genau, in welcher Farbe. Och, mir ist was richtig Dummes passiert. Ich habe ganz normal Gunpowder gefarmt, so ungefähr 3 Stacks. Alles war gut. Und als ich mir Raketen machen wollte, habe ich mein Zuckerrohr nicht in Papier, sondern in Zucker umgewandelt. Aua. Und dadurch habe ich dann erstmal noch Zeit verbringen müssen, Zuckerrohr zu farmen, weil meine Zuckerrohrfarm leer war. Das Wichtige ist jetzt aber, dass gerade wieder alles nach Plan läuft und ich gehe jetzt zur Raid Farm, zu meinen Villagern und versuche dort Terrakotta zu traden. Da ist meine Raid Farm und da sind meine ganzen Maurer. Brown Terrakotta, richtig gut. Davon brauche ich nämlich 440 Stück. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Mein Plan war es jetzt also, den braunen Terrakotta zu ertauschen und dafür habe ich Smaragde benötigt. Und hier kommt jetzt meine tolle Raid Farm ins Spiel, wofür ich böses Omen benötigt habe. Und das habe ich mir ganz einfach bei dem Outpost in der Nähe geholt. Es lief also alles nach Plan. Im Anschluss bin ich dann eben zur Raid Farm geflogen, aber davor habe ich mir noch schnell einen Eimer Milch besorgt. Und dieser Eimer Milch ist wirklich wichtig, weil ich gehe ja später zurück ins Dorf und möchte mit den Villagern traden. Wenn ich währenddessen noch böses Omen habe, löse ich einen Raid aus und hier kommt eben die Milch ins Spiel. Und naja, ihr könnt euch ja schon denken, warum ich das jetzt so ausführlich erkläre. Wir können ja mal Wetten abschließen darüber, ob ich dann tatsächlich die Milch trinke oder ob ich es vergesse. Zunächst lief aber noch alles nach Plan und ich bin direkt in die Farm gegangen, habe einige Smaragde gefarmt und habe mich erstmal riesig gefreut, weil die Farm einfach super funktioniert und sie relativ einfach zu bauen ist. Wenn ihr also noch keine Raid-Farm in eurer Welt habt, lege ich euch das wirklich ans Herz. Und dann bin ich zurück ins Dorf und Folgendes ist passiert. Schauen wir mal. Oh nein, ich habe vergessen, die Milch zu trinken. Jetzt habe ich einen Raid ausgelöst. Ach hey, das ist jetzt nicht ideal. Und irgendwie hat das jetzt den ganzen Plan kaputt gemacht. Nicht nur, dass ich erstmal einen Raid spielen musste, ich habe währenddessen auch einige wichtige Villager verloren und zudem wäre ich beinahe selber noch gestorben. Ja, genau das habe ich befürchtet. Was das Ganze auch noch schwieriger gemacht hat, ist, dass die Pillager teilweise in der Höhle gespawnt sind und ich sie erstmal ewig suchen musste. Naja, am Ende konnte ich den Raid gewinnen und ich konnte endlich anfangen, braunen Terrakotta zu traden. Ich versuche gerade ganz viele Sachen zeitgleich zu farmen. Zum einen trade ich den braunen Terrakotta, aber ich suche auch normalen Terrakotta und das mache ich im Meer, indem ich einfach Clay abbaue und dann brenne. Dann habe ich einen Haufen Sand gefarmt und noch ein bisschen Gravel, brauche ich viel Concrete Powder. Ich habe jetzt sehr viel Rohmaterialien und deswegen fliege ich jetzt in die Basis für einen kurzen Zwischenstand. Ich muss mal ein paar Sachen verarbeiten, dass ich so ungefähr ein Gefühl habe, wo ich stehe. Als erstes habe ich mein ganzes
Dschungelholz genommen und habe die Sachen weiterverarbeitet. Und besonders das Stripwood herzustellen, naja, war eine besondere Herausforderung. Dann habe ich mich um die ganzen Concrete Powder und Concrete Sachen gekümmert. Als nächstes bin ich in den Zauberwald und habe mir Dark Oak und Mushroom Blöcke besorgt. Dabei bin ich noch an einem Badlands Biom vorbeigekommen und es kam mir richtig gelegen, weil ich mich bei dem Terrakotta verrechnet hatte. Mit Hilfe der gefundenen Terrakotta Blöcke und Farbstoff hatte ich dann alle Varianten zusammen. Parallel zu den ganzen Sachen bin ich auch immer wieder zu meinen Schafen gegangen und habe mich um die braune Wolle gekümmert. Im Anschluss gab es noch einen kleinen Abstecher in den Nether, um Soul Soil zu besorgen. Zu guter Letzt blieben nur noch Blöcke übrig, die ich glücklicherweise bereits in meinem Lager hatte. Und nun war der aktuelle Stand so, dass mir nur noch ein einziger Block gefehlt hat. Und zwar Notenblöcke. Der letzte Block, der uns jetzt noch fehlt, sind Notenblöcke. Und zwar brauche ich davon ungefähr 7 Stacks. Das Crafting-Rezept ist ein bisschen eklig. Ein Redstone, 8 Blöcke Holz und mir geht so langsam das Holz aus. Und weil ich keine Lust habe, jetzt ewig Holzfarmen zu gehen, baue ich mir schnell eine Holzfarm. Let's go. Ich bin fertig mit der Farm. Ja, jetzt kommt jetzt die große Stunde, ob das Ganze funktioniert. Wenn ich jetzt den Hebel umlege, sollten hier gleich regelmäßig TNT runterfallen. Oder wenn es schief geht, fliegt alles in die Luft. Das habe ich immer am liebsten. Okay. Ich muss mal gucken, woran das liegt. Okay, ja, den Fehler, glaube ich, habe ich gefunden. Ein Redstone hat gefehlt. Das habe ich vielleicht aus Versehen abgebaut oder so. Das Gute ist, die Farm funktioniert und sie hat auch einen Ausschalter, weil ich das Ganze jetzt noch wenigstens ein bisschen schöner machen möchte. Ich bin euch ehrlich, es ist jetzt echt kein Meisterwerk. Vor allem, weil da hinten eben Obsidian ist. Ja, was soll ich sagen? Es ist keine schöne Farm. Das geht eher so in die Richtung, ja, es ist okay. Das heißt, wir können die Farm ausprobieren. Ich brauche Saplings, aber ich brauche auch Bone Meal. Und dazu müssen wir zu unserer Wither Skelett Farm. Im Normalfall, wenn ich hier lande, läuft die am Anfang immer relativ gut los. Ja, da geht's los. Dann würde ich sagen, geht's los mit der Farm. Und dann muss ich die Farm eigentlich nur noch bedienen und es hat richtig, richtig gut funktioniert. Es ist wahnsinnig viel Holz dabei rumgekommen. Die Farm funktioniert nur halbautomatisch, das heißt, ich muss die Bäume immer selber platzieren und dann mit Knochenmehl wachsen lassen. Aber das Abbauen geht viel, viel schneller durch das TNT, als würde ich es von Hand machen. Und mir ist die Farm dann irgendwann noch explodiert. Oh. Ich glaube, die Farm ist kaputt gegangen. Wieso? Und das Ganze ist mir sogar zweimal passiert. Und das Ganze eigentlich nur, weil ich einen einzigen Block nicht gebaut hatte. Aber egal, das Wichtigste ist, dass am Ende die Farm einwandfrei funktioniert hat. Und wir hatten endlich genügend Holz für die Notenblöcke. Und jetzt fliegen wir nämlich zu unserer Pyramide. Als ich damals die Pyramide gebaut habe, habe ich den Boden mit sehr viel Redstone-Lampen und Redstone geschmückt. Ich zeige euch das mal ganz kurz. So sieht das aus. Ich bin immer noch richtig stolz drauf. Aber darum geht es jetzt nicht. Denn für das Redstone habe ich mir damals hier eine kleine Redstone-Tauschstation gebaut mit einigen Villagern. Und genau hier holen wir uns jetzt das Redstone für die Notenblöcke. Und mit denen machen wir uns jetzt einfach mal Notenblöcke. Und jetzt sollten wir genügend haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks plus 44. Genauso viel, wie wir brauchen. Stark. Wir können schon mal überlegen, wo wir den Armadillo hinbauen. Ich habe schon so grob eine Idee. Ich hätte den gern hier irgendwo. Doch, doch, das könnte klappen, wenn ich quasi das Ganze einfach hier hinbaue. Das heißt, die Bäume müssen weg. Ich glaube, das könnte tatsächlich erstmal reichen. Ich muss das Ganze jetzt noch mit Erde auffüllen. Tada! Ging schnell, zumindest für euch. Für mich nicht ganz. Ich glaube, ich baue jetzt mal den Grundriss aus Dirt, um ein bisschen zu checken, wie viel Platz der dann tatsächlich einnimmt. Das Ganze wird so groß. Ich habe es nicht komplett fertig gebaut, weil ich glaube, es reicht schon, um so ein grobes Gefühl zu bekommen. Ich weiß jetzt nämlich, dass der Platz für den Armadillo dort in Ordnung ist. Bau das jetzt wieder ab und dann sind wir eigentlich startklar. Okay, ich würde es einmal ganz schnell zeigen, was wir hier alles haben und dann bauen wir los. Zum einen haben wir einen Haufen Brown Concrete Powder. Wir haben Brown Concrete, Soul Soil, Notenblöcke und noch so Kleinzeug. Ganz wichtig, wir haben einen Haufen Holz, das wir brauchen und eben auch noch ein bisschen Kleinzeug. Einen Haufen Terrakotta, braunes Terrakotta und eben braune
schöne Wolle und dann noch so Kleinigkeiten zum Verzieren. Wir können jetzt loslegen. Ich fange, glaube ich, mal mit den Beinen an. Beine sind fertig und sehen hoffentlich alle gleich aus. Ich habe ein gutes Gefühl und das ist wichtig. Ich würde sagen, wir machen Seite für Seite. Da tue ich mir vielleicht leichter. Ich beginne jetzt quasi mit der Seite, die hier losgeht. Sortiere ich jetzt mal meine Materialien und dann geht's gleich weiter mit der Hinterwand. Wir müssten fertig sein mit der Wand. Ich schaue sie mir mal kurz von hier drüben an. Das ist quasi der Rücken. Ja. Gut, hier kommt quasi noch der Schwanz hin. Und mir fällt gerade auf, das könnte tatsächlich ein bisschen eng werden. Aber egal, ich kann es eh nicht mehr ändern, weil abbauen werde ich es nicht mehr. Aber ich mache jetzt mal mit der Rückseite weiter. Langsam aber sicher nimmt das alles Gestalt an. Ging jetzt ein bisschen besser von der Hand, einfach weil ich das da drüben quasi gespiegelt einfach nur nachgemacht habe. Und dadurch, glaube ich, bin ich ein bisschen schneller geworden. Dann beginnen wir jetzt mit der Vorderseite. Das Ganze mal etwas aus der Distanz an. Nicht wundern, da kommt der Kopf hin. Habe ich also bewusst ausgelassen. Es ist groß. Ich finde es, glaube ich, gut. Als nächstes kümmere ich mich jetzt um den Boden. So langsam wird es. Und jetzt kümmere ich mich um das Dach. Schau mir das mal kurz von oben an. Ich find's cool. Ich find's gut. Da gehen quasi diese Streifen weiter, die der Armadillo ja auch hat. Deswegen gefällt mir das schon richtig gut. Ich krieg jetzt nur ein Problem mit meinen Raketen. Als erstes mache ich jetzt mal was gegen die ganzen Monster. Dann fangen wir mit dem Schwanz an. Eigentlich wollte ich den Schwanz noch ein bisschen länger machen, aber dadurch, dass das so unfassbar nah an meiner Essensfarm ist, lasse ich auf jeden Fall diesen Abstand. Ja, es ist tendenziell eh schon fast zu nah an der ganzen Sache dran. Hilfe. Und deswegen lassen wir es jetzt da und wir können uns jetzt an das Gesicht machen. Und ich glaube, das ist die schwerste Aufgabe an dem Ganzen. Schauen wir mal. Ich muss jetzt einen Blockklatsch schaffen. Nice. Natürlich regnet es in dem Moment, wo ich mit dem Armadillo fertig bin. Geil. Wir sind fertig. Das war der letzte Block. Er steht so, wie es geplant war. Ich freue mich tatsächlich, dass ich jetzt erstmal wieder eine ordentliche Hotbar habe und nicht voll mit irgendwelchem Zeug. Wir schauen uns jetzt den Armadillo an. Zum ersten Mal. Ich muss sagen, ey, der gefällt mir. Der gefällt mir richtig gut. Auch im Vergleich zu einem Armadillo aus dem Spiel, also dem Bild, sind wir, denke ich, recht nah rangekommen. Und ich bin zufrieden. Richtig cool. Schauen wir mal, wie er von vorne aussieht. Kann man auch lassen. Definitiv. Und jetzt kümmern wir uns noch um das Innere.
Ins Innere des Armadillos wollte ich mein neues Lager bauen, denn mein altes Lager war ziemlich unschön und sehr schlecht organisiert. Doch bevor ich das Lager angehen konnte, wollte ich mich zuerst um die leeren Beine des Armadillos kümmern. Und hier hatte ich auch schon eine Idee, wie das vermutlich gut aussehen konnte. Unten auf dem Boden habe ich einfach Redstone-Lampen platziert und das Ganze mit Dark Oak-Stämmen umrandet. Um oben dann eine gleichmäßige Ebene zu haben, habe ich einfach Glas platziert, sodass man quasi runterschauen kann und ich muss sagen, gefällt mir richtig gut. Okay, die Beine sind gefüllt. Das Ganze sieht jetzt so aus. Bin zufrieden. Für das eigentliche Lager war es mein Plan, rechts und links jeweils an die Wände viele Doppelkisten übereinander anzubringen und die einfach mit Dark Oak Stämmen zu trennen. Weil wir in dem Armadillo aber so viel Platz hatten, habe ich dann noch eine zweite Ebene eingebaut und dort habe ich genau das gleiche gemacht. Also Doppelkisten getrennt durch Dark Oak. Auf der zweiten Ebene habe ich dann auch irgendwie versucht, eine Art Geländer zu bauen. Ja, ich glaube, es find schon gut. Also die Alternative wäre einfach Fence, also Zaun aus Holz. Und das würde ich, glaube ich, nicht fühlen. Vielleicht einen dunklen Zaun? Ich lasse es jetzt mal so. Echt schwierig. Echt verdammt schwierig. Dann habe ich noch ein paar Laternen platziert und noch ein paar andere Sachen ausprobiert, wie zum Beispiel Teppiche und verschiedene Trapdoors. Aber am Ende war unsere neue Lagerhalle fertig. Ich glaube, ich bin schon zufrieden. Ja, die Teppichfarbe bin ich jetzt noch nicht ganz so happy, aber ich habe jetzt nicht wirklich eine Alternative. Muss es irgendwie hier in den Brauntönen lassen und deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Brauche noch einen guten Eingang. Da habe ich noch nichts gefunden, aber da werde ich noch was finden. Und jetzt kann ich endlich mit dem Umzug beginnen und meine neuen Kisten sortieren. Ich kann euch jetzt zeigen, wie die Lagerhalle aussieht. Ich kann euch die Sortierung zeigen. Man kommt natürlich hier rein und mittlerweile finde ich den Eingang eigentlich echt ganz gut. Dann kommen wir hier in die Halle und es sind noch nicht alle Kisten befüllt, aber ich erkläre euch kurz meinen Gedankengang. Wir haben hier unten feste Blöcke, also zum Beispiel Stein, Deep Slate, Blackstone, aber auch die Sachen aus dem Nether. Hier drüben haben wir dann quasi unser Holz. Hier ist dann noch ein bisschen was frei, weil ich noch nicht alle Holzsorten habe. Hier unten sind, sage ich mal, so eher die häufigeren Blöcke, die man wahrscheinlich auch eher zum Bauen nimmt. Und wenn man dann hochkommt, gibt es hier drüben dann einmal, ja, ich sag mal, den tierischen Bereich oder Gegenstandbereich eher. Wir haben hier unser Essen und hier drüben sind dann die Sachen, die etwas seltener sind, also die wichtig sind, aber die nicht super selten sind. Also wir haben zum Beispiel hier unseren Endstein, Sachen aus der Endcity, aus dem Ocean Monument haben wir die Sachen aus dem Deep Dark. Hier sind auch noch einige Kisten frei. Finde ich eigentlich ganz gut, weil dann bin ich gewappnet für die Zukunft. Dann kommt es aber in die Ecke, die eigentlich am wichtigsten ist, weil hier ist das Zeug, das wichtig ist. Ich würde mich über ein Abo riesig freuen, auch über eine positive Bewertung und über jedes Kommentar freue ich mich wirklich riesig. Zum Abschluss schauen wir nochmal auf das Äußere, auf unseren XXL Armadillo. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.